Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge von Hunter und Kron. Heute mit King of Tokyo Power Up. Die erste Erweiterung zum Monsterspiel von Richard Garfield. Ja, was bringt sie Neues? Sie bringt erstmal Panda Kai, ein Neuzugang der Monstertruppe. Schönes Monster, schön gestaltet wie immer. Und es gibt eben neue Karten, beziehungsweise einen neuen Kartentyp, nämlich Evolutionskarten. Und das ist das, was letztendlich viele im Hauptspiel auch irgendwie vermisst haben, nämlich die einzelnen Monster bekommen jetzt zusätzliche Spezialfähigkeiten, die auf das Monster zugeschnitten sind. Ja, da bekommt jedes Monster, wie gesagt, einen eigenen Stapel, legt es verdeckt neben sich hin, wird gemischt natürlich. Und jetzt im Spielverlauf kann ich, wenn ich 3 Herzen würfel, mir damit so eine Evolution kaufen, will ich gar nicht sagen. Sondern wenn ich 3 Herzen habe, mutiert mein Monster so, dass ich diese Evolution aus mir herausschäle. Für Gigasauer, ja, der hat sowas wie radioaktiver Müll, Urschrei, Schweifschlag, Saurier, Anpassungsfähigkeit. Und ja, und die anderen Monster haben eben Fähigkeiten, die mehr zu ihnen passen, wie zum Beispiel Alienoid, Hilfe vom Mutterschiff. Und das sind erstens temporäre Evolutionen und permanente Evolutionen. Also ähnlich wie man es von den Karten schon kennt, Effekte, die dauerhaft mein Monster verbessern oder einen einmaligen Effekt, mit dem ich alle anderen Monster kräftig ärgern kann. Ja, und theoretisch könnte ich also auch mehrere permanente Evolutionen gleichzeitig aktiv haben und so zu einem wirklichen Wahnsinnsmonster mutieren. Was auch ganz cool ist, ist, dass eben diese Evolution auch stattfindet, wenn man sich in Tokio befindet. Das heißt, ab jetzt, wenn man in Tokio hockt und eigentlich einen riesen Schadenangriffwurf machen wollte und dann irgendwie 6 Herzen würfelt, ja, dann investiert man die Herzen halt einfach in Evolutionskarten. Ansonsten kann man noch dazu sagen, dass das Spiel dadurch erweitert wird, dass man verschiedene Arten von Regeln spielen kann. Entweder man spielt so, dass jedes Monster seinen passenden Evolutionsstapel bekommt. Oder man spielt eine Variante, wo jedes Monster schon mit einer Evolution startet. Oder man spielt Mixed Evolution, da werden alle Karten, alle Evolutionskarten gemischt und jeder bekommt quasi einen wild durcheinander gemixten Stapel. Ich finde, diese erste Erweiterung fügt sich irgendwie nahtlos ins Spielgeschehen ein, ist unauffällig, klein, stört nicht, macht die Sache nicht komplizierter, macht die Sache nicht länger und ist irgendwie trotzdem das, was viele vermisst haben. Ich finde, man muss es nicht haben, aber es ist doch sehr zu empfehlen. Also es macht King of Tokyo schon nochmal eine Ecke besser. Bei uns in der Spielegruppe war es schon so, nach einem Jahr King of Tokyo haben sich alle begeistert auf die Erweiterung gestürzt, wollten alle Panda Kai sein. Von daher würde ich es einfach eigentlich jedem empfehlen, der das Grundspiel schon hat und vielleicht einfach noch ein bisschen zusätzliche Abwechslung möchte. Ja, das war's auch schon wieder für Power Up. Es gibt noch eine weitere Erweiterung, also bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.